Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deponia in einer weiteren Folge. Und ich habe immer noch keine Ahnung. Aber ich kann mal, also ich habe mir das angeguckt. Wir können nichts weiter machen. Das heißt, wir müssen hier irgendwas testen. Und ja, also wie ich das sehe, haben auch die Sachen keine Bedeutung. Wir brauchen irgendwas mit Feuer, um Phosma zu entfachen. Ich weiß nicht was. Wir können doch das Ding hier nicht essen. Wir wissen auch nicht, was wir hiermit machen können. Hiermit können wir auch nichts machen. Feuer halt. Ja. Ne? Hey, Kohl, hast du Hunger? Hast du Hunger? Ich auch. Zum Glück gibt es hier genug Essen für uns beide. Das ist doch widerlich. Neue. Können wir? Hey, das funktioniert. Hey, mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. Ernsthaft? Ernsthaft? Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ernsthaft? Ich weiß es einfach. Ernsthaft? Mit dieser dämlichen Lampe? Ich saß eine halbe Stunde am Überlegen. Und natürlich haben... Warte mal. Nee. Gehen wir mal. Alter, Mann. Ich war eine halbe Stunde am Überlegen und jetzt habe ich leuchtendes Phosphor. Mann, ey. Das war so simpel. Die Watte leuchtet immer noch nicht hell genug. Ich sollte das Ganze mal von einer anderen Seite betrachten. Leuchtende Phosphorwatte. Noch nicht hell genug? Wie wohl das? Können wir das nochmal machen? Sicher ist sicher. Habe ich jetzt wieder was vergessen oder was? Ernsthaft immer noch nicht hell genug? Doch. Was zeigt denn das Bild? Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Ah, also sind die ganzen Armen auf Deponia geblieben und die ganzen Reichen sind sozusagen nach Elysium gekommen. So wie ich das jetzt verstehe. Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Alter. Also wurden die so ein bisschen... Die Unterschicht so ein bisschen versklavt. Haben beim Bau mitgeholfen. Du sollst die Klappe nicht machen. Du sollst die scheiß Watte mitnehmen. Ey, der will einfach nicht. Jetzt geht's. Alter, das ist... Und deswegen waren die so, sind die extrem wütend, weil die Unterschicht es gebaut hat. Und dann zurückgelassen wurde, vermutlich. Das Mosaik zeigt, Alter, wie das Hochboot Deponia verlässt. Genau wie ich bald. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt kommt vermutlich unser Mosaik da ein. Ah, Geschichte von Deponia, eine Errungenschaft. Alter, ist das mies. Hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Ja, jetzt können wir hier das sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich im Nu zusammengepuzzelt. Ja, sehe ich auch so. Alter, jetzt macht das natürlich viel mehr Sinn.
damit kann man die Sachen rotieren. Dann ist das vermutlich das hier. Ah, wunderbar. Da kann man sich wirklich an den Rändern so ein bisschen orientieren. Wie so ein Puzzle, ey, das gefällt mir wirklich. Ich mag sowas echt. Dann ist das hier. Und dann brauchen wir nochmal eine ganz gerade Linie. Echt nicht? Gehen wir erstmal auf wieder etwas Spitzes. Nope, das passt auch nicht rein. Das kann hier unten aber hin. Könnte da unten hin kommen. Das passt aber da besser. Nee, das passt nicht vermutlich auf der Kante besser. Wunderbar. Da, nee, dann würde es vermutlich entweder hier passen oder. Nee, das passt, da kann ich noch gar nicht zuordnen. Ah, das ist das Kaugummi-Stück. Boah, geht. Hm. Bleiben wir erstmal bei der Kante. Vermutlich ist es dann das Stück hier. Wunderbar. Und dann ist das. Echt nicht? Dann ist es das hier. Aha. Langsam setzt sich das zusammen. Das ist auf jeden Fall schön. Nur passt auch nicht. Dann brauchen wir so ein bisschen etwas runderen. Passt da auch nicht rein. Das ist ja interessant. Aber das könnte passt da rein, ne? Ja. Nee, das passt da auch nicht hin. Nö, dann ist man so ein bisschen auf Puzzle-Tour hier, ne? Das schwierigste Puzzle wird das ja auch nicht sein. Ist es auch nicht, sehe ich ja jetzt schon hier. Frage ist bloß, welches dämliche Stück wir jetzt verwenden. Wenn es dafür ein bisschen, ne, was geben würde, was das ein bisschen ansagt. Ah, das passt da rein. Und dann passt das da unten hin, oder was? Oder hier oben. Dann ist das da. Na, langsam macht alles ein bisschen mehr Sinn. Dann haben wir die Linie, die nach unten geht. Sah so gut aus. Dann ist das vermutlich irgendwie hier so. Manchmal komme ich mir blöd vor. Bei solchen Rätseln.
das passt. So passt das und dann passt vermutlich das rote Stück da rein. Also viel haben wir gar nicht mehr. Ich bin einfach blöd, das ist alles. So sieht es einfach aus. Und dann ist es vermutlich das hier. Das hier. Ey, da fehlt doch ein Teil. Das hier. Das hier. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich. Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst... Upsi, und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Sicherungskasten. Dann haben wir immer da was. Taschenlampe. Und ein Sicherungsschalter. Das System rebootet? Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Alter. Ernsthaft, das ganz umsonst. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Und dann kann ich vermutlich mit dem Kaugummi... So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Wenn ich anfange, mein... Kaugummi klebt nicht ab. Diese Erkenntnis... Aber das Passwort wurde zurückgesetzt. Das heißt, wir können jetzt das Passwort vermutlich eingeben. R-U... Mal schauen. Waren das schon alle Rätsel oder was soll das kommen denn? Jetzt noch was? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Nö, anscheinend nicht. So weit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Kreuzer. Was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Das ist nicht der Stoff, aus dem Helden gemacht sind. So viel steht fest. Ich behalte die Idee mal im... Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Boah, ich wollte bitte, tut mir leid, ich mach das jetzt einfach mal, weil sonst dauert das Jahre, bis ich überhaupt irgendwas wieder erreiche. In Elysium werden sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Irgendwie habe ich doch nicht das Gefühl, dass das passiert ist. Ich war noch nie so nah dran.
Aber wenn du wusstest, dass sowas existiert, hättest du doch einfach den Weg hier nehmen können. Das hättest du viel früher machen können. Ich meine, du hast ja bis jetzt alles schon erreicht. Vermutlich kann ich jetzt mit dem Kaugummi und dem Schnörkel... Tödliche Schusswaffe. Check. Eine Zwille. Munition. Check. Und jetzt kann ich vermutlich damit was runterschießen. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Röhrenamtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Moment mal, dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich habe nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Das war doch gerade eindeutig, dass er versuchen wird, dich zu hintergehen. Aber das Rufus... Und Cletus genau gleich aussehen, kommt mir auch verdächtig vor. Vielleicht hat das was mit seinem Vater zu tun, der im Elysium ist. Und by the way, die Synchronstimme, das ist ja El Presidente da gewesen. Komm an. Ich kann nicht näher die Organons... Und ich kann nicht mit meiner Taschenlampe den blenden oder so. Ich kann die Organ... Dann gehen wir mal zum Fahrstuhl. Wie kommt der da eigentlich hoch? Das Passwort wurde doch resettet. Der hat doch gar kein Passwort dafür. Aber hey, anscheinend schafft das trotzdem noch. Und jetzt kann ich den vermutlich mit einer Zwille umnocken. Oder was? Cletus! Rufus! Endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen, ich stehe dir... Mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Alter. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und den Organon? Warum siehst du mir so ähnlich? Ich gehe und hol Goal. Der Deal steht also noch. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Alter, als ob der auch nur ansatzweise das einhalten würde, Rufus. Du würdest doch selbst so eine Vereinbarung nicht einhalten. Das ist doch offensichtlich. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen?
Ich habe zuerst gefragt. Wow. Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber... Alter. So ganz auch, also ganz selbstverständlich. Ja, das passiert einfach so. Ja, ganz normal. So, wir sprengen den Planeten. Ja, ganz normal. Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Gehen wir mal von oben durch. Deponia sprengen. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratz, fatz. Puh. Ist mir... Ich meine, mir ist es egal, aber Kohl wird es nicht gefallen. Dann nehmen wir mal das hier. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Oh Mann, ey, es tut mir leid, dass da so ein paar Lecks und Ruckler sind. Da kann ich leider auch nichts tun. Das liegt, glaube ich. Ich versuche mal, das zu beheben. Aber ich hoffe, das behebt's. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich was bringt oder nicht. Aber hey... Nee, super. Ich hasse Deponia kaum wie einer sonst. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Alter. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Es stimmt.
stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Hier leben nur Idioten. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Der Schimpf hat gerade abgelassen. Wieso siehst du mir eigentlich so ähnlich? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Der Orgon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom. Stört dich das etwa? Ach ja, wie sie... Nur wenn du aufhörst... Ach ja? Ach ja? Ach ja? Das hatten wir alle schon. Ich gehe und hol... Ich gehe... Na end. Alles klar, können wir den trotzdem noch abschießen oder nicht? Das ist nicht mein Fehler. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Finger weg! Verdammt! Ja, Rufus, nicht jeder vergisst den Seitenschneider wie du. Oder packt ihn raus, weil er unwichtig ist. Kann ich den jetzt abschießen? Ich kann nicht die Organon... Was muss ich denn jetzt machen? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Seht her! Ich habe mir eine Fahne umgehängt und bin jetzt ein Lord. Da 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 da. Idiot. Das ist nicht mein Fehler. Können wir hier nichts machen? Das ist mein Fehler. Der Mob ist... Ich glaube, wir müssen ihn sozusagen... Der Orgenau. Kaboom. Stört die... Ah, dann muss ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja. Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo!
Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge. Ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Okay, dann nehmen wir jetzt das hier. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Nee. Ach ja, wie sehr... Sagen... Ich... Na, Können wir jetzt hier irgendwas machen? Also, können wir ihn wirklich besiegen oder nicht? Das ist mein Fehler. Oder was? Also, was mache ich denn? Können wir einfach vorbeigehen? Ich kann nicht die Orga... Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Vielleicht würde wahrscheinlich... Wenn etwas 5 brennt... Ich brauche kein Lichort... Hey, wo ist mein Eimer? Ich brauche ich Or... Hey! Ich kann die Organon... Ah, die Lampe zerstören. So. Alle Mann auf Gefechtsstation! Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Und jetzt können wir vermutlich einfach vorbei, oder was? Können wir Kieselsteine aufnehmen, du? Ich kann die Orga... Und jetzt die Flagge? Ich kann nicht näher ran, die Orga... Ich kann nicht die Orga... Die Or- Das ist nicht der Stoff aus dem wenn über wenn etwas auf 5 brennende Feuer wenn et 5 Hallo Nicht nö, das passt. Das können wir jetzt wirklich nicht verwenden oder was? Wir können ich kann nicht hier vorbei. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Die Organ... Hä, ich hab doch schon alles gemacht. Ich kann die Organ... Ich kann nicht näher... Die Organons... Ah, ein Lampenschirm. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Das ist nicht der... Wenn über... Wenn Ed 5... Die Org... Der Lampen... Und die Flenn ich nur... Wenn Ed 5... Mit dem... Aber da... Wenn Ed 5 brennt, mit dem Mob würde die... Aber da fehlt noch etwas. Ein Hut? Nein. Ich geht na... Wie wohl da... Lieber nicht. Die Stange ist lang... Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Ich spare mir meine... Jetzt haben wir so einen Haken. Und jetzt zusammen das. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletis. Fehlt nur noch die schleimige Frisur.
Alles klar. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Alles klar, und jetzt können wir vermutlich vorbei, ne? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Das müssen wir jetzt noch ausrüsten, ne? Genial. Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ich brauche die Datasette doch also noch. Kann ich den Typen jetzt einer rüberknallen? Das ist mein Fehler. Oder muss ich das jetzt noch anziehen? Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Finger weg, verdammt. Das ist mein Fehler. Hä? Noch nicht, es ist dunkel. Genial. Ich kann immer noch nicht. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Und? Die Datasette. Ach ja. Wie kann ich jetzt diese Datasette das bekommen? Auch? Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Kann ich jetzt hier irgendwas machen damit? Also ich weiß leider nicht was. Boah, Alter, das wird wieder so eine Mega-Folge, weil ich wieder zu blöd bin. Aber ich weiß, dass es nicht mehr lang gehen sollte. Wie kann ich denn Cletus ausnocken? Das ist nicht mein Fehler. Sicher ist sicher. Vielleicht würde mir wahrscheinlich... Das ist mein Fehler. Cletus könnte echt einen Haken gebrauchen. Erst von rechts. Das ist mein Fehler. Gut. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja... Das Auge... Hä? Sicher ist sicher. Kann ich Cletus irgendwie... Oder was? Wie kann ich denn Cletus ausnocken? Ohne, also wie kann ich denn alles benutzen? Kann ich irgendwie die Zuckerwatte daran machen? Los! Stures Ding! Los! Stures Ding! Finger weg, verdammt! Wie kann ich das denn machen? Also, dammit. Ich brauche die Tasche irgendwie. Das Gepäck von ich wette natürlich nicht, man weiß ja... Also mir fehlt irgendwas. Muss ich den Typen irgendwie ausnocken oder was?
Egal, anscheinend muss ich doch noch eine Folge warten, weil ich einfach zu blöd bin, um diese Rätsel zu lösen. Oh Gott. Manchmal fühle ich mich dumm. Sad but true. Oder muss ich hier irgendwo was machen? Ne, das geht auch nicht. Ja, das heißt, wir werden uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und 42 Minuten Folgen, mein Gott. Alles noch um dieses Spiel zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und man sieht sich dann in der nächsten Folge wieder, wo ich vermutlich das Spiel wirklich endgültig beenden werde. Und bis dahin, ciao, ciao und haut rein.